Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, lieber Herr Dr. Tschentscher, sehr geehrte Frau Dr. Bajeltra, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie hier alle heute Abend sehr herzlich im Namen von Hapag-Lloyd und insbesondere auch von dem Vorstandsvorsitzenden Rolf Habben-Jansen sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass hier so viele Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zu uns gekommen sind. Und ich darf Sie auch begrüßen im Namen meiner Kollegen aus dem Vorstand der Regionalverbände Niedersachsen und Bremen, die gerne dabei gewesen sind, aber nicht nur die beiden, sondern einige andere sind Opfer von Sabine geworden. Und Sabine hat irgendwie heute Abend auch wieder Lust gehabt, ein bisschen mehr zu pusten. Und das hat den einen oder anderen in der letzten Minute dann doch davon abgehalten, hier heute Abend zu uns zu kommen. Es ist für Hapag-Lloyd Ehre und Freude, die Etappe Hamburg, den Start der großen Wissensreise, ausrichten zu dürfen. Der Stifterverband und die Deutsche Forschungsgemeinschaft wollen mit diesen Veranstaltungen aus Anlass ihres sehr besonderen, nämlich 100-jährigen Jubiläums, auf ihre Anfänge zurückschauen und jeweils ein wissenschaftliches und gesellschaftliches Thema der Gegenwart und Zukunft in den Blick nehmen. Meine Damen und Herren, auf Anfänge zurückzuschauen und Gegenwart und Zukunft fest im Blick zu haben, da denke ich, ist dieser Ort auch vielleicht der richtige Wort. Denn das Ballinghaus symbolisiert doch zum einen unsere Geschichte, auch eine große Historie mit fast über 170 Jahren Tradition. Und deswegen nennen wir es auch gerne, und vielleicht passt das auch ein bisschen auf den Stifterverband, dass wir sagen, wir sind traditionell modern. Gleichzeitig arbeiten wir hier natürlich ganz stark an Gegenwart und Zukunft, woran wir alle heute arbeiten müssen. Ein Standardthema und trotzdem immer wieder zu erwähnen, das Thema Digitalisierung. An der Frage, wie ein weltweit tätiges Unternehmen, und das ist Hapag-Lloyd mit 13.000 Mitarbeitern in 130 Ländern, den richtigen Kurs für die nächsten Jahrzehnte findet. Verankert im Heimathafen Hamburg. Weil wir hier qualifizierte Menschen finden, und nicht nur hier, sondern überall in der Welt, aber hier ist die Zentrale, hier ist das Zentrum unserer Arbeit, die uns auf unserer Reise unterstützen sollen. Weil wir hier eine innovative Forschungslandschaft finden, die uns ganz praktisch beim Lösen von Herausforderungen hilft und helfen soll. Aus meiner Arbeit im Vorstand des Stifterverbandes weiß ich, wie wichtig diese Institution, der Stifterverband, ist, wenn es darum geht, dass Unternehmen und Stiftungen gemeinsam daran arbeiten, unser Land wettbewerbsfähig und innovativ zu gestalten. Ich freue mich deshalb sehr, mit Ihnen nun heute Abend hier auf die Wissensreise zu gehen und wünsche Ihnen, uns allen, einen interessanten und anregenden Abend. Noch einmal herzlich willkommen bei Hapag-Lloyd. Herzlichen Dank, Herr Behrendt, und an dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank an den Vorstandsvorsitzenden von Hapag-Lloyd, Rolf Habben-Jansen und Maximilian Rotkopf aus dem Vorstand Bad Lögdert, wie wir hier sein können. Vielen Dank, dass Sie uns so wunderbar Gastgeber sind. Wie schön, meine Damen und Herren, dass Sie alle hierher gefunden haben. Manche von Ihnen wissen vielleicht, dass der Stifterverband und Hapag-Lloyd eine stürmische Beziehung haben. Vor 6 Jahren, da hatte Hapag-Lloyd schon mal hier eingeladen. Am Vorabend war das der Jahresversammlung der Stifter, und es konnten nicht alle kommen, weil damals hatten wir das Sturmtief Ela. Es war im Sommer, aber auch da stürmt es mitunter, und Ela hat den einen oder anderen vom Kommen abgehalten, und so ist es ja heute auch mit Sabine. Ich
würde das gerne umformen. Man soll ja negative Dinge positiv framen. Und stellen wir uns doch einfach vor, Sabine gibt uns jetzt Rückenwind für die erste Etappe der großen Wissensreise. Herr Behrendt hat es ja schon angesprochen, aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums des Stifterverbandes und der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ich bin Tanja Samrotzki. Ich freue mich sehr, dass ich Sie auf Entdeckungstour begleiten darf durch diese Welt des Wissens. Und das wird hoffentlich eine spannende Mischung aus Bildungs- und Unterhaltungsreise. Sie sind dabei übrigens alle Premierengäste. Heute ist die erste Etappe, auch das haben Sie gesagt, Herr Behrendt. Und es geht dann weiter, kreuz und quer durch Deutschland, mit und ohne Rückenwind. Frankfurt, Essen, München, Stuttgart, Leipzig, das sind die nächsten Stationen. Und so sind Sie alle, die Sie hier sind, Teil einer immer größer werdenden Reise- und Wissensgemeinschaft. Streng genommen hat diese Reise schon vor 100 Jahren angefangen. Damals in den goldenen 20er Jahren schickte die Notgemeinschaft, das war die Vorgängerorganisation vom Stifterverband, das Forschungsschiff Meteor auf Expedition. Auch die DFG war da mit im Team und beide dienten den Abenteurern, den Wissensgetriebenen, als Vermesser, als Seismographen, als Brückenbauer, als Weichensteller, als Ermöglicher. Und das war nur eine von vielen weiteren Etappen durch mitunter auch unwegsames Gelände. Sie wissen, wie gut man da vorankommt, das hängt ganz wesentlich davon ab, wen man bei sich hat, welche Reisepartner das man hat. Und Sie alle, die Sie hier sind, meine Damen, meine Herren, Sie alle haben sich als treue Reisepartner bewährt. Sie stehen dem Stifterverband und der Deutschen Forschungsgemeinschaft in den vergangenen Jahren als zuverlässige Freunde und Unterstützer zur Seite, und dafür darf ich Ihnen im Namen dieser beiden Organisationen herzlich danken. Bevor wir erneut in See stechen und eine neue Expedition zusammen wagen, möchte ich Sie auch filmisch nochmal mitnehmen in die Vergangenheit, die wir jetzt schon ein bisschen erwähnt haben, in die 20er Jahre, also des letzten Jahrhunderts. Film ab. Wir sind weit gekommen. Vom ewigen Eis über die Weiten des Atlantiks bis in die Welt der Atome. Und dabei waren wir einmal nur Teil einer Notgemeinschaft. Ein Vehikel, das erstaunlich lange hält, weil es gebraucht wird. Gegründet haben wir uns 1920 mit dem Ziel, die Wissenschaft zu fördern, wo es nur geht. Finanziert haben wir uns durch Spenden. Und angefangen haben wir mit Heisenberg. Aus dem wird mal etwas, haben wir uns gedacht. Und Recht behalten. Alles wollte vermessen werden. Also schickten wir Forscher auf die Reise. Mit dem Schiff Meteor haben wir den Südatlantik ausgelotet. Und Alfred Wegener ließen wir Grönlands Klima erkunden. Sein Modell der Plattentektonik hat ihn überdauert. Seitdem sind wir Systemvermesser im wahrsten Sinne des Wortes. Daten und Fakten sind die Grundlage unserer Arbeit. Was dann aber unter den Nationalsozialisten als Forschung galt, musste sich dem Krieg unterordnen. Der Stifterverband versank in der Bedeutungslosigkeit. Da blieb nicht viel übrig. Die gute Idee eines Verbandes musste nach dem Zweiten Weltkrieg durch Richard Merton wieder aufgebaut werden. Mit ihm machten sich kluge Köpfe ans Werk. Es wurde wieder geforscht, Daten erhoben, Umfragen gemacht, die Rolle der Frau in der Wissenschaft untersucht und gefördert, gefördert, gefördert. Die großen Linien wurden in den Villa-Hügel-Gesprächen ausgefochten, das Wissenschaftszentrum in Bonn und das Historische Kolleg in München gegründet, Stiftungsprofessuren eingerichtet, Wettbewerbe für Bildung und Begabung organisiert, Preise für wegweisende Forschung und Innovationen vergeben. Das Hochschulforum Digitalisierung aufgesetzt. Puh, tja, ja, wir waren fleißig. Ach ja, dazwischen gab es noch Bildungsnotstand, die wilden 68er und die deutsche Einheit. Mit unserer Unterstützung haben ostdeutsche Wissenschaftler ihre Unis, Institute und Forschungseinrichtungen modernisiert. Und weil wir was für Schiffe übrig haben, begeistert auch heute wieder eins die nächste Generation für die Wissenschaft. Und es gibt da auch noch etwas zu tun. Künstliche Intelligenz, Klimawandel, Open Access. Das sind die offenen Fragen in der Forschung, denen wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Aber ich sag mal, mit all den Partnern, Stiftern und Freunden wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rücken, wissen wir eins.
Gemeinsam wird es möglich. Ja, wertes Publikum, wer in neue Felden vorstoßen will, der braucht einen Plan, der braucht gutes Equipment. Und ich bin gespannt, weil jetzt werden wir einen kleinen Einblick bekommen in das persönliche Marschgepäck einiger Mitglieder des Teams, das ja alle gemeinsam bilden aus Wirtschaft, aus Wissenschaft und Gesellschaft. Und den Anfang macht Simone Bageltra. Sie ist Vizepräsidentin des Stifterverbandes und sie vertritt heute Herrn Professor Bahner. Auch er gehört zu denen, die vom Winde verweht wurden. Umso mehr freuen wir uns, Frau Bageltra, wo sind Sie? Mein Blick, das, ach, ganz in den, man wird hier sehr geblendet, das werden Sie auch gleich sehen. Trotzdem machen wir es uns jetzt gemütlich. Herzlich willkommen. Bitte sehr. Frau Bageltra, ich habe schon gesagt, Sie sind Vizepräsidentin des Stifterverbandes. Sie sind ja noch viel mehr. Unter anderem sind Sie Biologin, also auch Wissenschaftlerin. Sie sind Aufsichtsratsvorsitzende des Henkel-Konzerns. Den hat Ihr Urgroßvater Fritz gegründet. Das war wahrscheinlich in der Zeit, ne? Ich weiß es gar nicht genau. Und Sie wissen also aus eigener Erfahrung, dass Wissenschaft und Wirtschaft gute Reisebegleiter sein können. Und ich frage mich jetzt, was Sie in Ihrem Gepäck haben, Frau Bageltra, wenn Sie auf Reisen gehen. Ja, Frau Sambrotzki, natürlich habe ich mein Utensil mitgebracht. Und zwar ist das eine Taschenlampe. Oh. Denn man braucht, wenn man auf Reisen geht, natürlich immer Licht und muss die richtigen Dinge ausleuchten. Solch eine Taschenlampe ist dasjenige, was einem den Weg weist, was in dunkler Umgebung das ein oder andere ausleuchten kann und insbesondere so ja auch auf Ideen stößt. Das ist im Bereich der Wissenschaft sehr wichtig, im Bereich der Wirtschaft gleichermaßen und auch natürlich für die lange Reise des Stifterverbandes ganz maßgebend, der ja versucht, auch richtungsweisend zu agieren. Und so kann man mit der Taschenlampe Licht ins Dunkel bringen. Und was sehr schön zu dem Motto passt, gemeinsam wird es möglich, heißt eben auch, dass die Stifterverbandstaschenlampe besonders dann unterstützt wird, wenn man mehrere hat, die zusammenleuchten und das über die vielen Jahrzehnte mit den vielen Verbündeten des Stifterverbandes, den vielen Stiftern aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft und den Stiftungen ja auch sehr gut gelungen ist. Ihnen ist gerade gelungen, mich zu beeindrucken, nämlich als Sie auf den roten Knopf drückten, da leuchtete Ihre Taschenlampe tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe bestimmt 5 zu Hause, die alle nicht gehen, jedenfalls da nicht, wenn man sie braucht. Batterien sind die Schwachstelle Energie einer jeder Taschenlampe, auch diese wird schon mal geschwächelt haben. Wie schafft es denn der Stifterverband, dass der auch nach 100 Jahren noch einen vollen Akku hat? Ja, da nutze ich gerne das Beispiel der Batterie. Sie alle kennen Batterien. Es gibt ja diejenigen, die man zu Hause hat, die für die Einmalverwendung vorgesehen sind. Sehr leistungsstark, sehr zuverlässig, hohe Milliamperezahlen. Es gibt die Rechargeables, die man mehrfach verwenden kann, immer wieder aufladen, auch in der heutigen Zeit sehr sinnvoll. Und wenn gar nichts mehr anderes hilft, gibt es natürlich auch die kleinen Leuchten, die man mit der Handkurbel dann noch zum Leuchten bringen kann. Und das Gleiche gilt für den Stifterverband. Der Stifterverband hatte ja über viele Jahre wirklich einige, die mit großen Summen große Projekte angestiftet haben und dem Stifterverband zur Seite standen. Es gibt diejenigen Firmen oder auch Individuen, die als wiederkehrende Stifter über lange Zeiträume dem Stifterverband zur Seite standen und diejenigen, die selber Hand anlegen, die Projekte haben, die Ideen haben und ganz individuell zur Seite stehen. Und da möchte ich in dem Kontext auch die Mitarbeiter des Stifterverbandes gerne erwähnen, die natürlich diejenigen sind, die tagtäglich kurbeln und die Projekte und Programme dann zum Leben erwecken. Jetzt stelle ich mir den Stifterverband vor, wie die da alle sitzen und kurbeln. Eine Taschenlampe gibt ja auch Orientierung. Es hängt ein bisschen davon ab, wie weit dieser Lichtkegel reicht. Aber könnte man das Bild auch einen Hauch weiterfassen und sagen, Sie sind so eine Art Navigator? Ja, der Stifterverband möchte natürlich richtungsweisend sein. Und das kann man immer dann, wenn man auch Weitblick hat. Und was ist dafür nötig? Man braucht dafür auf der einen Seite die Fähigkeit, eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehen wir heute? Wie ist der Status quo? Und braucht dann ja auch eine Vision, wo es hingehen soll. Dafür muss man ein gutes Gefühl haben, wie Trends sich entwickeln. Was sind die wichtigen Themen der Zukunft? Und da versucht der Stifterverband durch diese Momentaufnahmen auch
Wege aufzuzeigen und Richtung zu geben. Das kann zum einen dadurch passieren, dass eigene empirische Studien angefertigt werden. Natürlich nutzt der Stifterverband sein Netzwerk in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, machen Trendanalysen, machen Rankings und geben auch Handlungsempfehlungen. Und aus diesen Handlungsempfehlungen entstehen dann Programme, die dann auch umgesetzt werden in der Realität. Und zum Beispiel, was machen Sie da ganz konkret? Das, wie ich finde, sehr positiv ist, dass der Stifterverband sich Themen aussucht, die eine Aktualität haben, die aber dann doch über einige Jahre hinweg gefördert werden. Das Beispiel ist, eines der Beispiele wäre Integration durch Bildung, ein Programm, was wir vor einigen Jahren aufgesetzt haben, natürlich in dem Kontext der Flüchtlings-Migrationssituation, was dann über mehrere Jahre läuft, mit ganz verschiedenen Initiativen angefüllt ist, die in den einzelnen Ländern in Kooperation mit Unternehmen oder Institutionen auch umgesetzt werden. Ein anderes Beispiel wäre Future Skills. Welche Themen in der Zukunft sind zu beachten, wenn man arbeiten, forschen, innovieren möchte? Digitalisierung fällt jedem sofort ein, aber es gibt auch Themen der Persönlichkeit. Wie muss man vom Charakter her sein? Man braucht Mut, man braucht Unternehmertum und all das sind Themen, die der Stifterverband auch aufgreift. Mhm. Eines, was mir sehr ans Herz gewachsen ist, ist das MINT-Projekt, also Förderung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Dort bin ich Botschafterin für dieses Feld und auch das ist eine Reise über mehrere Jahre. Manche der Ziele, die sich der Stifterverband gesetzt hat, dann sind wir gut unterwegs. Und es gibt auch noch Teile, in denen wir auf keinen Fall nachlassen dürfen, weiterhin hinterher zu sein. Wir brauchen natürlich noch mehr Studienanfänger. Wir brauchen vor allen Dingen mehr erfolgreiche Absolventen. Es ist schon gelungen, viele ausländische Studierende in diese Fächer zu bekommen. Aber es kann immer noch besser werden. Das ist eine ganze Menge Arbeit. Zum Glück machen Sie die nicht alleine. Sie haben natürlich auf das Team hingewiesen, aber Sie haben auch gute Partner, die Deutsche Forschungsgemeinschaft zum Beispiel. Eigentlich, wertes Publikum, wollten wir jetzt auch Frau Professor Becker begrüßen, aber auch die ist Sabine zum Opfer gefallen, insbesondere da sie morgen früh Vorstandssitzung hat und das mit der Retoure dann auch nicht ganz sicher ist. Aber wir stellen uns jetzt einfach vor, Sie säßen Seite an Seite und dann frage ich mich, wie ergänzen Sie sich denn? Ja, die Forschungsgemeinschaft ist natürlich für den Stifterverband ein langjähriger, extrem wichtiger Partner und verkörpert die Seite der Wissenschaft. Und Wissenschaft ist in dem Kontext wichtig, weil wir uns natürlich auf die Fahne geschrieben haben, in Kooperation mit der Wirtschaft diese Wissenschaft zu fördern und der Stifter und die Deutsche Forschungsgemeinschaft hier auch mit uns gemeinsam Schwerpunkte setzen kann und sehr nah dran ist an den Themen. Wenn ich vielleicht den Vergleich zu uns im Unternehmen Henkel ziehen darf, auch wir haben im Hauptfokus Wirtschaft, aber natürlich einen engen Verbund mit Wissenschaft, mit Forschung, mit Innovation. Und wenn wir vor vielen Jahren noch mehr eigene Forscher im Hause hatten, funktioniert das heute durch viele Kooperationen mit Instituten, mit Start-ups, mit Netzwerken, Open Innovation. Das sind alles Themen, die jetzt bei mir aus dem Wirtschaftskontext kommen, wo die DFG natürlich auch exzellenter Gesprächspartner ist. Okay, also auch da gilt das Motto des Stifterverbandes, gemeinsam wird es möglich. Wie schön. Apropos gemeinsam, Sie bekommen jetzt Gesellschaft auf Ihrem Sofa. Ich darf nun unseren Gastgeber an Bord bitten, Herr Behrendt. Und darf ich Sie bitten, könnten Sie mir einen Kugelschreiber mitbringen? Als Gentleman, vielen Dank. Ich habe meinen nämlich vergessen. Hier ist die Taschenlampe. Oh, das ist ein guter, den muss ich zurückgeben. Ganz herzlichen Dank. Ja, das ist Michael Behrendt. Vielen Dank, Herr Behrendt. Sie können sich ja nicht selber vorstellen, das kann ich jetzt nochmal machen als Aufsichtsratsvorsitzenden der Hapag-Lloyd AG, darf ich Sie auf diesem Sofa begrüßen. Und ich frage mich, was für Sie auf Reisen unerlässlich ist. Was haben Sie uns mitgebracht? Also ich habe hier einen Karabinerhaken mitgebracht. Und das ist, glaube ich, gerade am heutigen Tag etwas sehr wichtig. Ein Karabinerhaken gibt einem Sicherheit. Man kann sich überall einhaken. Und vielleicht hätten einige unserer angesagten Besucher, die heute nicht dabei sein können, so einen im Gepäck haben müssen und sie hätten sich irgendwo Sicherheit besorgen können, sie hätten sich irgendwo einhaken können, damit sie nicht wegfliegen. Deswegen, das ist schon etwas sehr Wichtiges, das man braucht im Leben. Ich bin kein Bergsteiger, aber ein Bergsteiger kann ohne so etwas nicht leben, weil er die Verbindung zu der Materie, die er braucht, nämlich zu dem
Gegenstück braucht, um seine Sicherheit zu haben. Und das ist genau dasselbe. Wir sprechen heute über den Stifterverband. Und das ist das, ich bin ja hier nun der Vertreter der Wirtschaft. Wir brauchen auch so eine Verbindung zur Wissenschaft, in die wir einhaken können, um eine Kette bilden zu können. Und da sind Sie ja ein wunderbares Beispiel, ein sehr schönes Glied dieser Kette, Aufsichtsratsvorsitzender von Hapag-Lloyd und zugleich eben auch im Vorstand des Stifterverbandes. Da ist eine enge Verbindung, die Sie da quasi verkörpern von Wirtschaft und Wissenschaft. Warum genau machen Sie das? Also Sie sagen, das ist wichtig, aber warum ist es so wichtig? Weil Wirtschaft und Wissenschaft heute nicht mehr ohne einander leben können. Davon bin ich fest überzeugt. Davon war man insbesondere in dieser Stadt lange Zeit nicht überzeugt. Man sagt immer etwas verschämt, dass wir zwar mit großem Stolz, aber das 100-jährige Jubiläum unserer Universität in diesem Jahr gefeiert haben, weil Hamburger Kaufleute eigentlich der Meinung war, dass die Kinder Addition und Subtraktion brauchen, vielleicht auch noch Multiplikation und irgendwie einen Auslandsaufenthalt in England oder Asien haben. Aber den Rest, den erledigt schon der Handel. Und irgendwann hat man mit der Industrialisierung sozusagen in letzter Sekunde gemerkt, dass etwas anderes entstanden ist, nämlich dass wir ein Industrieland geworden sind. Und ohne Forschung, die die Wissenschaft übernimmt, wäre dieses Land, das ja dann sehr erfolgreich damit geworden ist, nicht in der Lage gewesen, das durchzuführen. Und deswegen brauchen wir immer und immer wieder und immer mehr, würde ich fast sagen, diese Verbindung zur Wissenschaft. Wir haben gehört, das Publikum hat heftig reagiert und aus den Augenwinkeln sah ich auch, dass eine Hochschullehrerin, die Sie gleich noch kennenlernen wollen, ganz heftig nickte, als Sie das ausführten. Danke, Herr Behrendt. Hapag-Lloyd ist ein Global Player in der Containerschifffahrt. Das ist ja ein ganz schöner Bezug zu den vielen Schiffsbildern, die wir heute schon gesehen haben. Wir werden gleich noch viel schönere dazu bekommen. Maritim begann alles mit dem Forschungsschiff Meteor. Was ist wichtig dafür, dass Wissenschaft und Wirtschaft weiterhin gut zusammenarbeiten? Sie haben gesagt, warum es wichtig ist, aber was brauchen Sie, damit diese gemeinsame Expedition auf Kurs bleibt, auf Erfolgskurs? Also erstmal ist, muss ich sagen, zur Meteor gibt es hier auch noch eine sentimental Story. Hapag-Lloyd und eine ehemalige Beteiligungsgesellschaft, Reederei-Forschungsgemeinschaft, hat unter anderem auch die Meteor beredet. Wir sind dann irgendwann aus diesem Geschäft ausgestiegen, aber Frau Professor Boetius, die Polarstern und andere haben wir mal überredet. Das war immer etwas sehr Besonderes, auch in der Vorgängergesellschaft zu diesem der VDG-Gruppe. Das ist etwas, glaube ich, ganz wichtig. Dies ist ein schönes Beispiel. Dies ist mehr ein kommerzielles Beispiel, was ich eben gesagt habe. Aber ich glaube, es ist auch generell die Zusammenarbeit, das sollten wir auch nicht verschweigen, ist auch eine kommerzielle Zusammenarbeit, weil es ist am Ende des Tages natürlich auch ein Give and Take. Wir brauchen die Wissenschaft und die Wissenschaft braucht uns. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Nur wenn man sich gegenseitig befruchtet, ist man auch bereit, ich sage das jetzt mal auf Kaufmanager-Sicht, auch dafür Geld auszugeben. Ganz banal. Und deswegen ist es auch für dieses Haus, ich bin nun hier schon viele Jahre nicht mehr im Vorstand, aber das sind eigentlich Herr Happen-Jansen oder Maximilian Rotkopf könnten da viel mehr zu sagen. Aber woran hier gearbeitet wird und was wir auch im Aufsichtsrat ständig erfahren, ist, dass wir unser Produkt, das, was wir machen, nachhaltig verkaufen. Dass wir nachhaltig agieren, dass wir die richtigen Antriebsstoffe finden, dass es nicht mehr hochschwefelhaltiges Schweröl ist, sondern das niederschweflig oder das LNG oder Wasserstoff. Und dafür brauchen wir Antriebsarten, dafür brauchen wir Motoren, Maschinen, die es machen. Am Ende des Tages wollen wir alle CO2. Das ist vielleicht etwas noch utopisch, aber wir dürfen das nicht aufgeben. Und dafür brauchen wir unsere Partner in der Wissenschaft. Also das sind keine engen Schubladen, sondern da muss man aufbrechen und mischen. Und so gibt es den meisten Erfolg. Vielen Dank für den Moment. Ich nehme mal mit, dass Sie nicht gerne bergsteigen, aber trotzdem immer so einen Karabiner dabei haben. Vielen Dank. Darf ich den hier zulegen? Dankeschön. Jetzt bekommen wir noch einen Gast. Sie sind so freundlich. Vielen Dank, Herr Behrendt. Nicht nur, dass Sie uns den Kugelschreiber geben, sondern auch neuen Platz einräumen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt unser Reisetrio komplett machen. Und bitte begrüßen Sie mit mir, meine Damen und Herren, den ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Ganz herzlich willkommen, Peter Tschentscher. Applaus
Herr Tschentscher, ich habe gesehen, Sie haben immer auf die Uhr geguckt. Wir wissen alle sehr zu schätzen, dass Sie hier sind, trotz des Wahlkampfes. Ganz herzlichen Dank. Es ist, glaube ich, keine Zeit im Leben eines Politikers, die anstrengender ist. Wie schön, dass Sie sich trotzdem Zeit nehmen, uns eine Etappe zusammen zu machen. Ich finde sehr beruhigend zu wissen, dass wir mit Ihnen jetzt auch einen Schiffsarzt an Deck haben. Und der hatte noch gefehlt. Und ich bin neugierig, was Sie uns mitgebracht haben. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage richtig verstanden hatte. Jedenfalls wurde mir gesagt, ich soll einen Gegenstand mitbringen, der meine bisherige Lebensreise und meine Verbindung zur Wissenschaft verknüpft. Also mit mir und der Wissenschaft. Und ich wollte eigentlich ein Mikroskop mitbringen, weil das sozusagen meine frühere Tätigkeit als Mediziner am UKE sehr stark geprägt hat. Aber weil ein Mikroskop so schwer ist, habe ich ein Stethoskop mitgebracht, das ich jetzt nicht immer auf Reisen dabei habe. Das würden wir aber gerne auch mal an Ihnen sehen. Jetzt richtig so. Oder? Ja. Da müsste jetzt aber noch ein weißer Kittel dazu Sie tragen haben, das mit Glaubwürdigkeit, ja. Ja, ja, ich habe 2 Jahre ungefähr in der Kardiologie gearbeitet, also im ganz normalen medizinischen Alltag. Wir haben aber in meinem Fach Labormedizin auch immer andere Methoden. Und das ist das, worauf es mir eigentlich ankommt. In der Medizin ist man vom ersten Semester an geschult und es wird einem gesagt, nicht sofort sagen, was los, also was passieren soll, nicht sofort eine Therapie beginnen, sondern erst einmal untersuchen. Sorgfältig Befund erheben, dann die Diagnose stellen. Nur wenn man weiß, was die Ursache einer Erkrankung ist, kann man eine Therapie festlegen, die dann auch wirkt. Und diese ärztliche Denkart, die ist sehr hilfreich in der Medizin, aber sie ist so ähnlich ja auch in der Wissenschaft. Auch Wissenschaft erforscht ja, indem man genauer untersucht, sich einem Sachverhalt bis ins Detail nähert, wie es in diesem Film der Fall ist. Irgendwann ist man eingestiegen in die molekulare Welt und hat die Atome versucht zu durchdringen. Und so ist es in der Medizin auch. Man ist ursprünglich mal ganz oberflächlich angefangen, hat Oberflächenbeschaffenheiten der Haut, die Augen untersucht. Und dann später ist man immer tiefer eingestiegen ins Innere der Organe und des Menschen. Und mein Fach, die Labormedizin, hat es dann noch weitergebracht, hat also Körperflüssigkeiten untersucht, immer genauere Methoden entwickelt und dadurch einfach immer konsequenter auch an neue Ursachen, an Krankheitsursachen heran sich gearbeitet, die dann, wenn man sie gut verstanden hat, auch die Möglichkeit geben, Erkrankungen zu behandeln und ja, das richtig zu tun. Da klingt ohne jetzt falsche. Die Leidenschaft des Mediziners oh, durch. Oh ja, ich könnte und, jetzt noch eine ganze Stunde über die Segen der Politiker. Labormedizin reden. Ja. Und jetzt frage ich mich, wenn wir dieses medizinische Herangehen, erst die Diagnose, dann die Medikation zum Beispiel, wenn wir das jetzt auf die Politik übertragen, was heißt das für eine Großstadt für Hamburg? Wo sehen Sie den größten Behandlungsbedarf sozusagen? Naja, erstmal finde ich, dass das ärztliche Denken sich immer erst einmal damit zu befassen, was die Ursache ist für ein Problem, dass das der Politik gut tut. Also immer dann, wenn man ein Problem hat, gibt es ja in der Politik oft die Situation, dass dann alle nach irgendeiner Handlung, nach einer Maßnahme rufen und meistens die sie schon immer für richtig hielten, aber nicht genau gefragt wird, ist es jetzt wirklich etwas, was der Ursache entgegenwirkt, was denen das Problem behebt. Und eine solche analytische Denkart, die würde oder tut der Politik immer gut. Aber etwas Zweites ist auch in der Politik wichtig für unsere Stadt. Das hat dann mit Wissenschaft zu tun und mit dem, was Unternehmen machen. Ein Unternehmen fragt sich ja auch nicht, was ist jetzt in der Gegenwart, sondern wo steht das Unternehmen in 10, in 20 Jahren? Was muss ich Neues entwickeln? Wie muss ich mich selber modernisieren, innovativ sein, damit ich auch den Herausforderungen in 20, 30 Jahren noch gewachsen bin? Und bei dieser Frage hilft die Wissenschaft, neue innovative Verfahren. Aber genau das ist ja auch das, was uns als Stadt sozusagen ausmacht in Hamburg. Wir wollen, dass die Wissenschaft uns auch als Stadt hilft, den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Im Klimaschutz, in der Digitalisierung, in vielen anderen Bereichen. Und klar, Klimaschutz, da denkt man sofort dran. Gibt es auch andere Erkenntnisse aus der Wissenschaft, also vielleicht nicht nur die Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, die helfen kann? Also ich weiß nicht, profitiert Kommunalpolitik auch von anderen Sektoren der Wissenschaft? Ja, wir haben auch andere Beispiele. Nehmen wir mal den digitalen Fortschritt in den sogenannten sozialen Medien.
Die digitalen Methoden haben ja unsere Kommunikation, unser Miteinander auch im zwischenmenschlichen Bereich, auch in der Gesellschaft verändert. Alleine, dass jetzt Politiker, wenn sie amerikanischer Präsident sind, komplett sozusagen an redaktionellen Medien vorbei über Twitter Wahrheiten oder Fake News in die Welt setzen kann, hat ein neues Licht auf die Medienlandschaft geworfen. Und solche Dinge zu untersuchen, sind auch sehr hilfreich. Also die Technik ist da, es gibt die neuen digitalen Methoden, aber wie das die Gesellschaft verändert, unsere Art der Demokratie auch verändern kann, das sind Fragen, die man zum Beispiel in der Medienwissenschaft untersucht und die für uns als Stadt, für die Demokratie, für die Welt des Journalismus von großer Bedeutung sind. Also Sie zeigen, wie wichtig Wissenschaft ist in der Politik auch. Und deshalb gibt es ja auch die Wissenschaftsförderung. Ich glaube, als Sozialdemokrat wird es Sie besonders freuen, dass es jetzt auch die Chancengleichheit gibt im Kriterienkatalog dessen, was förderungswürdig ist. Das ist ja ein großes Thema. Ja, das freut uns sehr. Ein bisschen Wahlkampf für Tschentscher. Darf sein? Chancengleichheit, na klar. Oh, seien Sie vorsichtig, wenn Sie einem Spitzenkandidat im Wahlkampf sagen, er darf Wahlkampf machen, dann hört sich das plötzlich anders an. Nein. Ich dachte, wenn Frau Fegebank jetzt hier ist, dann animiert sie. Ach, da ist sie. Wirklich. Hallo. Guten Abend. Hallo. Also ich halte mich jetzt zurück, dann hältst du dich auch zurück. Nein, ich glaube, dass die Gerechtigkeit, also die Chancengerechtigkeit in der Welt insgesamt ein großes Thema ist. Wir wollen natürlich gleichberechtigt im Sinne von Männer und Frauen sollen gleichberechtigt in der Wissenschaft Chancen haben. Sie sind auch, alle werden gebraucht, alle klugen Köpfe. Aber es gilt natürlich auch, was kulturellen Hintergrund angeht, dass wir allen jungen Menschen die Chance geben, in der Bildung, also gute Bildung zu erhalten, und zwar von der Kita an. Durch kostenlose Kita-Plätze, durch gute Schulen, dass wir unabhängig vom Elternhaus, vom Bildungsstand der Eltern, allen jungen Menschen die Chance geben, gute Bildung und damit gute Lebenschancen für sich zu erhalten. Das ist schon etwas, was, wie gesagt, in der Kindergartenzeit anfängt und was dann bis in den wissenschaftlichen Bereich, in die Hochschulen hineingeht. Okay, vielen Dank für den Beistand, den medizinischen und den politischen. Ich überlege, ob ich Sie um das Stethoskop bitten darf, aber ich fürchte, das müssen Sie mitnehmen. Ne? Das würde ich gar nicht mitnehmen, weil es also ist ein Erinnerungsstück. Natürlich. Heute brauche ich das nicht so oft, aber nein, ich war neulich vielleicht komme auch ich später zurück. Oh, ich war neulich auf einer Veranstaltung mit Ursula von der Leyen. Vielen Dank, wenn ich das kurz sagen darf. Und tatsächlich kollabierte jemand im Publikum und Frau von der Leyen, sie hatte kein Stethoskop dabei, aber die nötige ärztliche Grundausbildung. Das könnten Sie auch. Also wenn sich jemand nicht ganz wohl fühlt, jetzt wäre eine gute Gelegenheit. Sehen alle ganz munter aus, Gott sei Dank. Ah ja, das ist erfreulich. Wie schön. Dann, also wenn Sie noch munter sind, dann würde ich gerne noch eine Abschlussrunde mit Ihnen dreien zusammen machen. Wir haben gehört, wie wichtig das ist, dass Wissenschaft und Wirtschaft zusammenarbeiten, auch die Politik natürlich. Wo sehen Sie, also ich würde mich freuen über ganz konkrete Antworten jetzt in dieser Schlussrunde, wo sehen Sie Schwerpunkte der Wissenschaftsförderung und wie können Wirtschaft, Wissenschaft und Politik da zusammenwirken? Vielleicht können Sie sagen, was Sie selbst beitragen wollen oder mit wem Sie Ihre Partnerschaft verstärken könnten. Frau Bageltra, fangen Sie doch gern an. Ja, also ich sehe auf die ganze Welt, aber auch auf Deutschland verschiedene Themen zukommen, die ich für extrem relevant halte und wo wir einen gesellschaftlichen Diskurs brauchen. Das können Beispiele sein wie die 5G-Thematik, das ist künstliche Intelligenz, das ist individualisierte Medizin mit DNA als Grundlage und sicherlich auch Klimaneutralität. Und was ich persönlich sehr schade finde, ist, dass oft der Dialog so schwierig ist, weil diejenigen, die wie wir heute dann zusammen sitzen und sprechen, die anderen Partizipienten so oft schon in Schubladen stecken. Ich höre Ihnen nicht zu, weil Sie kommen bei dem Beispiel Klimaneutralität, Sie kommen aus der Automobillobby und Sie hier, Sie sind so grün, Ihnen höre ich auch nicht zu. Jedes Argument kann nur falsch sein und das möchte ich gerne beenden. Denn es sind so viele Themen eigentlich faktenbasiert. Es geht hier um Sachthemen und ja, gerne wird jeder ab und zu mal emotional, aber das darf nicht dazu führen, dass man so schnell Scheuklappen anlegt und nicht mehr guckt, was rechts und links eigentlich noch da ist. Ich wünsche mir einen sehr offenen, mutigen Dialog bei solchen Themen und da müssen wir einfach viel besser werden, weil wir in Deutschland jetzt viele Themen zu langsam vor uns her treiben. Das müssen wir an Geschwindigkeit gewinnen. Mhm. Okay, vielen Dank.
Es würde ja gut zu dem Stethoskop passen, wenn wir uns vorstellen, ein offener Kopf und ein offenes Herz vielleicht auch. Herr Behrendt, was wünschen Sie sich, wo sehen Sie Handlungsbedarf, wo kann Wissenschaftsförderung noch besser werden? Also eigentlich kann ich direkt daran anknüpfen, was Frau Bagel gesagt hat. Wir brauchen den Dialog. Und ich glaube, der Stifterverband ist ein gutes Forum für diesen Dialog. Denn wir haben dort arbeiten Wissenschaft und Wirtschaft Hand in Hand. Es ist nicht so, dass also es ein unendlicher Dialog ist und alle permanent nur an die Gemeinschaft denken. Das wäre auch ein bisschen in einem Wirtschaftssystem wie unseren etwas vielleicht zu altruistisch. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man miteinander redet. Und ich hatte ja vorhin diesen Karabinerhaken und ich wusste, Sie nehmen ihn mir weg, deswegen habe ich noch einen. Ich gebe ihn mir. Deswegen habe ich noch einen. Und ich glaube, diese Kette aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, dieses gemeinsame, nämlich dieses übergeordnete Ziel, und das muss das erste sein. Und dadurch sind wir mal groß geworden, weil alle an diesem Strang gezogen haben, insbesondere auch nach dem Krieg, weil alles irgendwo da niederlag. Und alle hatten dieses gemeinsame Ziel, dass wir ein großartiger Standort werden. Wirtschaft, Wissenschaft und damals was ganz Frisches wieder mal, demokratische Politik, und die aber gemeinsam daran arbeiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch das große übergeordnete Ziel im Blick behalten muss. Mhm. Dankeschön. Demokratische Politik sehen wir gerade alle bei jedem Blick in den Fernseher oder in die Zeitung. Wie wichtig das ist, Herr Tschentscher, was ist Ihnen besonders wichtig mit Blick auf die Zusammenarbeit der Sektoren? Ich finde wichtig, dass wir den Wissenstransfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft beschleunigen. Es gibt die Erfahrung, dass manche Dinge einfach in Deutschland zu langsam genutzt werden in der Anwendung. Um nochmal in meine alte Welt der Medizin zurückzukommen, dort war es selbstverständlich, die Medizin ist kein Selbstzweck. Man versucht immer sofort, medizinische Erkenntnis auch in bessere Behandlungen und Diagnostik umzusetzen. Und wenn man das macht, gemeinsam, also Wissenschaft und Praxis sozusagen, Krankenversorgung, dann wird ein neues Verfahren, was wissenschaftlich erarbeitet wurde, eingesetzt, und dann ergibt sich aus der Anwendung meist, ergeben sich dann wieder neue Fragestellungen. Es entsteht sozusagen ein Innovationszyklus, Grundlagenwissenschaft, Anwendung und dann wieder neue Fragestellungen und Erkenntnis für die Wissenschaft. Und solche Innovationszyklen sollten wir beschleunigen. Wir haben deswegen in Hamburg vier, wie wir das nennen, Innovationszentren geschaffen. Einmal für die Luftfahrt im Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung. Dort ist die Wissenschaft verbunden mit den Unternehmen in der Luftfahrtbranche, also Lufthansa Technik, Airbus, und die entwickeln sozusagen schneller dadurch neue Technologien in der Luftfahrt. Das Gleiche passiert im Umfeld der Technischen Universität Harburg, Hamburg in Harburg und im Umfeld der HAW in Bergedorf. Und ein ganz besonderes Innovationszentrum dieser Art soll die Science City Bahrenfeld werden, wo wir jetzt schon Grundlagenforschung haben, weltbekannt, DESI und XFEL, wo aber dann in Zukunft die naturwissenschaftlichen Disziplinen der Universität dazukommen sollen und aber eben auch innovative Unternehmen, Forschung und Entwicklung, die sozusagen grundlagenforschungsnah dann Innovationszyklen oder eben auch Wissenstransfer beschleunigen sollen. Mhm. Okay, vielen Dank. Also ich fasse mal zusammen. Wir haben gehört, Offenheit brauchen wir brauchen Dialog, wir brauchen mehr Tempo. Und das Schöne ist ja, dass Sie das nicht nur sagen aus der Rolle des Betrachters, der selber nichts tun muss. Sie sitzen alle mit am Drücker und dann kann das ja auch eigentlich noch besser werden. Ganz herzlichen Dank, dass Sie diese Reise hierher mit uns gemacht haben. Ich möchte jetzt nicht in Verruf geraten. Vielleicht darf ich den für den Abend noch hier liegen lassen, aber Ihren Kugelschreiber vorzeugen gebe ich Ihnen sehr gerne zurück. Dankeschön, Herr Behrendt, und das Stethoskop. Vielleicht würden Sie es Frau Fegebank noch mal zeigen, wie gut Ihnen das steht. Die hat das ja gerade verpasst, aber Frau Bagetra, dankeschön, vielen Dank. Hier wäre eine Stufe, die Sie elegant runter, brauchen Sie nicht. Dynamik brauchen wir auch, haben alle drei Akteure. Ja, vielen Dank. Ich muss jetzt erstmal mich wieder abkühlen nach diesem erfreulichen Gespräch. Wir hatten vorhin ja schon in dem Film ein paar Eindrücke bekommen, wie das so war in den Gründungstagen des Stifterverbandes und der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die Welt hat sich verändert und sie verändert sich von Tag zu Tag schneller. Die Umstände von Forschung haben sich natürlich sehr verändert, und ich freue mich sehr, dass wir jetzt auf eine Zeitreise gehen zusammen, auf eine Zeitreise, die den Bogen spannt von den goldenen
20er Jahren bis in unsere Gegenwart hinein. Und ich möchte Ihnen gerne unsere Reiseleiter vorstellen. Das sind zum einen Frau Professor Dr. Antje Boetius. Sie ist Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts des Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung. Und sie ist auch Professorin für Genmikrobiologie an der Uni Bremen. Frau Boetius war das gerade, die so heftig nickte bei Herrn Schinschers, Herrn Schinschers Ausführung zu der Uni. Und Frau Boetius wollte schon als Kind Meeresbiologin werden. Das wird Sie als Hanseaten jetzt vielleicht nicht weiter verwundern. Das Besondere ist aber, dass Frau Boetius in Darmstadt groß geworden ist. Auch dort gibt es kleine Mädchen, die gerne Meeresbiologin werden wollen. Es mag an den Genen liegen. Ihr Großvater hat ihr immer von der Familie erzählt und in den grauen Vorzeiten gab es da auch Kapitäne und Seefahrer und den Rest besorgten die Filme von Jacques Cousteau. Frau Boetius durfte Sesamstraße und Jacques Cousteau gucken. Fernsehen ist nicht nur schlecht für Kinder. Und das münzte sie dann um, hat selber 49 Expeditionen begleitet auf internationalen Forschungsschiffen. Und ich glaube, Sie sind die beste Reiseleiterin, die wir uns wünschen können. Ganz herzlich willkommen, Frau Professor Boetius. Und Sie kommen ja nicht alleine, sondern in wunderbarer Begleitung. Vielleicht darf ich Sie beide schon mal hochbitten, Peter Weiß. Peter Weiß, meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer langen Expedition, zumal in den 1920ern. Das war doch vielleicht richtig langweilig mitunter. Und Peter Weiß wäre dann derjenige, der ans Bücherregal geht und auf ganz wunderbare Weise grüne Weiden zum Leben erweckt und mit seiner Stimme die Langeweile vertreibt. Peter Weiß ist ein wunderbarer Hörbuchsprecher. Sie haben ihn vielleicht schon gehört. Er ist auch Synchronsprecher, Theaterschauspieler und hat eine wunderbare Stimme, die er jetzt uns schenkt. Vielen Dank und wir sind gespannt, was Sie uns erzählen. Die Zeit ist viel zu groß. So groß ist sie. Sie wächst zu rasch. Es wird ihr schlecht bekommen. Man nimmt ihr täglich Maß und denkt beklommen, so groß wie heute war die Zeit noch nie. Sie wuchs, sie wächst, schon geht sie aus den Fugen. Was tut der Mensch dagegen? Er ist gut. Rings in den Wasserköpfen steigt die Flut und Ebbe wird es im Gehirn der Klugen. Der Optimistfink schlägt im Blätterwald. Die guten Leute, die ihm Futter gaben, sind glücklich, dass sie einen Vogel haben. Der Zukunft werden sacht die Füße kalt. Wer warnen will, den straft man mit Verachtung. Die Dummheit wurde zur Epidemie. So groß wie heute war die Zeit noch nie. Ein Volk versinkt in geistiger Umnachtung. Meine Damen und Herren, das war Erich Kästner 1930, große Zeiten. Heute wollen wir Sie für eine 20-minütige Reise, gesponsert vom Theater des Anthropozän, ein neues Projekt der Wissenschaftskommunikation zusammen mit der Humboldt-Universität zu Berlin, einladen. Und zwar geht es wirklich um eine Expedition in die Expeditionen. Sie haben ja schon gehört, ich bin selbst Expeditionsleiterin, Ozeanografin und mir ist aufgefallen, wie sehr wir jetzt in dieser Zeit die goldenen 20er referenzieren und wie wichtig es auch ist, gerade wenn es ums Anthropozän geht, eine Referenz zu haben. Wir reisen zurück also vor 100 Jahren, wo die Wissenschaft, wie die Kultur, wie überhaupt alle Menschen eingeklemmt waren zwischen den beiden Weltkriegen. Und diese goldenen 20er, wenn man sich mal überlegt, was da los war, man muss wirklich Wikipedia benutzen oder ganz tief rein denken, um festzustellen, sie ist sehr weit weg, diese Zeit. Eine Zeit, in der Aufbruch da war, auf der einen Seite natürlich der Schock der Inflation, auf der anderen Seite aber auch mehrfaches Wirtschaftswunder. Es fand die Verbreitung der Fließbandarbeit statt. Autos wurden günstiger, Radio und Fernsehen wurde wie der Fußball auf einmal zum Volkssport. Technische Entwicklung in allen Bereichen des Reisens, vor allen Dingen Zeppelin als Verbindung per Luft. Mein Großvater, Kapitän, war Navigator auf der Hindenburg. Ich kenne all die Geschichten, wie eigenartig und besonders es war, zur Luft reisen zu können, lange bevor die Flugzeuge da waren. Und dann hier drüben sehen Sie die Wissenschaft. Es war eine Zeit, wo jeder dritte Nobelpreis nach Deutschland ging. Physik, Chemie, Medizin, Technikwissenschaften blühten. Vor 100 Jahren, also nur wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, stand im Zentrum des sich neu vernetzenden Wissenschaftsmanagements, also logischerweise
weiterkommen, sich aus der Isolation befreien, voranzukommen, Sichtbarkeit wiederzubekommen, Größe in der Forschung überhaupt durch internationale Zusammenarbeit wieder zu ermöglichen, den grenzenlosen Austausch. Was sollte dazu geschehen, während viele der Wissenschaftler in bitterer Armut leben? Führende Wissenschaftler, wir haben es vorhin im Eingangsfilm gesehen, haben damals 1920 einen Arbeitsausschuss gegründet, der sich in der Folgezeit eben Notgemeinschaft nannte. Mit der Aufgabe, mit Forschungsförderung große Schritte in große Zeiten zu erwirken. Damals sprach die kommunistische Abgeordnete Clara Zetkin, man sieht sie hier mit ihrer Freundin Rosa Luxemburg in Berlin flanieren, Rosa Luxemburg, eine Botanikerin, die Frau Zetkin sprach im Reichstag 1921, wissenschaftliche Forschung ist schwer bedroht und kann nicht weitergehen. Die einzelnen Länder haben knapp die Mittel überwiesen, die zur Aufrechterhaltung des universitären Lehrbetriebes notwendig sind. Für den Unterhalt und die Weiterführung der wissenschaftlichen Forschung sind keine Mittel da. Das Forschungsmaterial ist aufgebraucht, die Instrumente sind abgenutzt, Neuanschaffungen sind nicht mehr möglich, weil Materialien und Instrumente kolossal im Preis gestiegen sind. Das Erscheinen wissenschaftlicher Zeitschriften und Bücher ist durch die Wucherpreise der Herstellung in Frage gestellt. Es ist eine Schande, dass die Wissenschaft mit dem Bettelsack umhergehen muss. So im Reichstag 1921. Die Förderschwerpunkte der Notgemeinschaft lagen natürlich zunächst überhaupt wieder Infrastruktur zu bauen. Es galt, Geräte zu beschaffen und Bibliotheken mit Zeitschriften auszustatten. Wir hörten vorhin Parallelen dazu zu heute. Es gab nur ganz wenige Forschungsstipendien und in dieser verrückten Zeit, wo es darum ging, wieder Fortschritte zu machen, kam die große Inflation 1923. So war eine der Erstgeförderten überhaupt die erste Professorin an einer deutschen Hochschule in Hohenheim. Sie wurde Institutsleiterin für Pflanzenernährungslehre. Sie wurde als Frau mit der bestimmt höchsten Einzelförderung, wir müssen da nochmal Faktencheck machen, in der Geschichte von Notgemeinschaft und DFG, bis heute mit 79 Billionen 150 Millionen Mark ausgestattet. Ich bin erblasst, als ich diese Summe gehört habe. Kurze Zeit später war dies nichts mehr wert. Es galt, und das war die Rettung, der Reichsmarktausch. Die Tauschrate, kennen Sie die noch? 1 zu 1 Billion. Das sind dann wieder DFG-artige Forschungsstipendien, die diese Dame erhalten hat. Und in dieser Zeit hat der Präsident der Notgemeinschaft Schmidt-Ott gesagt, es reicht nicht mit Infrastruktur, es reicht nicht mit Bibliothek und es reicht nicht mit Stipendien. Wir brauchen ganz große Fortschritte, große Gemeinschaftsaufgaben, große Missionen. Auch das hören wir jetzt mit frischem Blick wieder. Was geschah? Sie sehen hier die Weltkarte aus der damaligen Zeit. Sie sehen in ersten Gemälden auch einen Platz für den Ozean mit Strömungen. Wassertropfen reisen weltweit und die Idee war eben, wie können wir mit unseren begrenzten Mitteln so große Aufmerksamkeit bekommen, dass danach die Forschungsförderung einfach nur fließen muss, so wie die großen Ozeanströmungen. Es ging darum, große Zeiten anbrechen zu lassen und 3 Gemeinschaftsaufgaben wurden in den 10 Jahren zwischen 20 und 30 ausgewählt. Die liegt mir natürlich besonders am Herzen als Ozeanografin, Meteor 1925 bis 1927, Vermessung des Südatlantiks. Mir, muss ich ehrlich sagen, recht unbekannt war 1929 die große Pamir-Expedition nach Tadschikistan und dann, mir wieder sehr bekannt, die große Expedition Alfred Wegeners nach Grönland im Jahr 1930, 1931. Die 3 Missionen sind heute noch in aller Munde. Es waren die großen Gemeinschaftsaufgaben und in genau die tauchen wir jetzt ein. Zuerst einmal das, wo ich selber gestaunt habe, wie es möglich war in dieser Zeit, wo alle darum rangen, überhaupt auf die Beine zu kommen, wurde die Pamir-Expedition ausgestattet. Die Notgemeinschaft und die Russische Akademie der Wissenschaften in Leningrad haben zusammen auf Augenhöhe gefördert ein Unternehmen. Sie hatten zusätzlich noch Unterstützung des deutschen und österreichischen Alpenvereins, ein Unternehmen, die deutsch-sowjetische Alai-Pamir-Expedition unter gemeinsamer Leitung des Bremer Hafener Geologen Willi Rickmer Rickmers, Reedereisohn, mit seiner expeditionserfahrenen Frau Mabel Rickmers, sie war Bergsteigerin und Orientalistin. Der Mann hier neben, Nikolai Gorbunow, Privatsekretär Lenins, war selber Chemiker, wurde zur Seite gestellt der Expedition und so gelang es den beiden als Expeditionsleiter eine sehr erfolgreiche Expedition durchzuführen ins Dach der Welt,
Tadschikistan, Sie sehen es da rot eingekreuzt, Dach der Welt bedeutet in gletscherbedeckte Gebirgsregionen jenseits von 4 Kilometern. Dort können sich auch außerhalb der Polarregionen eben Gletscher halten. Der Geologe Willi Rikma-Rikmas erklärte den Wandel in der Forschung zu wissenschaftlichen Missionen als Symbol gesellschaftlicher Veränderung genauso. Als ich meinen Befehl nebst Aufgabenzettel in der Tasche hatte, hieß es mit dem Aufbau des Unternehmens beginnen. Obgleich der Massenbetrieb des Reisens mein Sonderfach ist, spürte ich jetzt erst die Umwälzung so recht, die sich in der Länderforschung vollzieht. Wir stehen mitten in der Bewegung vom Einzelwagnis zum Großbetrieb, von der Entdeckungsreise zur Bearbeitungsreise. Wir haben uns geistig ausgedehnt. Wir sind Weltbürger, ob wir wollen oder nicht, ob wir daheim bleiben oder reisen, denn das Getriebe des aus Völkerzellen zusammenwachsenden Weltorganismus, auch wenn er noch keine Weltorganisation ist, packt jeden von uns an. Der Bauer brauchte früher nur den Plan seines Anwesens und seiner näheren Umgebung im Kopf zu haben. Heute müssen er und seine Ratgeber zumindest Deutschland am Schnürchen haben. Bald wird es nicht ohne die Weltkarte gehen, wenn nicht hoffnungslose Unstimmigkeiten zwischen Bedarf und Verbrauch aufs Schicksal des Erzeugers zurückwirken sollen. Kurz, die Erdkunde wird zur Weltbank des Wissens werden, die Karte zu ihrem Hauptbuch. Das Erzeugnis des Betriebes, die wissenschaftliche Ausbeute, wird moderner, einheitlicher, reichhaltiger, lückenloser und billiger, als wenn man 10 Alleinreisende ausgesandt hätte, vielleicht gar nach verschiedenen Richtungen. Mit anderen Worten, es geht heute auch auf Landreisen schon gar nicht mehr anders. Die Beispiele häufen sich. Die Alai-Pamir-Expedition ist eines der auffälligsten und bezeichnendsten. Sie wird bald das Vorbild einer Gewohnheit geworden sein. Ich legte soeben etwas Nachdruck auf die Landreise. Zur See sind große wissenschaftliche Stäbe längst üblich gewesen. Man denke an die Eismeerfahrer, an Challenger, an Meteor. Die Erforschung des Atlantischen Meeres mit dem Vermessungsschiff Meteor, ebenfalls eine Tat der die deutsche Wissenschaft vertretenden Notgemeinschaft, war die seefahrende Vorgängerin der Alai-Pamir-Expedition. Das geräumige Schiff regt ja ohne weiteres die schwimmende Universität an. Es ist das fertige Fahrzeug, der gegebene Rahmen, und der Kapitän ist der Betriebsleiter. Niemand außer ihm braucht sich ums Weiterkommen zu kümmern. Im Urwald, in der Wüste, im Packeis musste jeder mitzugreifen. Man konnte kein noch so hochgezüchtetes Gehirn mitschleppen, wenn eine tote Last in Gestalt von 80 Kilo Leibesgewicht daran hing. Die alten Nordpolfahrer waren Schlittenschieber im Packeis. Was sie an Wissensbeute heimbrachten, war wie kostbares Radium gewonnen aus Tausenden von Tonnen Taubengesteins, aus unsäglicher Schinderei und Schufterei. Heute wird sich niemand erkühnen, eine lange Schlittenreise vorzuschlagen, denn das zuverlässige Flugzeug steht vor der Tür. Das war 1930, Willi Rikma-Rikmas aus seinem erfolgreichen Buch Alai Alai. Die Expedition selbst begann mit jeweils 11 deutschen und russischen Forschern, wuchs dann auf 65 Mann, Knechte, Köche, Dolmetscher waren gebraucht, 160 Pferde und 60 Kamele. Die Russen waren dafür zuständig, neben ihrer Forschungsdisziplin auch überhaupt eine Massenbestellung verbilligter Gegenstände für die Ausstattung des Forschungscamps zu beschaffen. Die Deutschen hatten auch ihre Aufgaben auf der Mission. Das war säuberlich aufgeteilt, damit es nicht zum Streit kommen möge. Die russischen und deutschen Teilnehmer verstanden sich recht gut. Und so haben die russischen Teilnehmer ein paar tolle Sachen gemacht. Sie haben den damals Muskak-Gletscher benannten Gletscher umbenannt in Notgemeinschaftsgletscher. Sie sehen ihn hier. Sowie haben sie 2 hohe Gipfel ausgesucht. Eines widmeten sie dem Präsidenten der Notgemeinschaft, Pick Schmidt-Otto, und eines, ein Pick, der noch etwas höher war als der von Schmidt-Otto, Lenin. Es war der damals höchste bestiegene Berg der Erde mit 7.134 Meter. Erklommen werden musste er durch den einzig anwesenden Studenten der Physik, Calvin, der musste darauf.
Naja, und dann, wenn man heute nachguckt, es wird ja weiter geforscht, wir können diese Gletscher vergleichen, ist es doch so, dass nach mehreren Unabhängigkeitsstreiten auch Tadschikistans gegen Russland und so weiter, alle diese Namen wieder verschwunden sind. Der Notgemeinschaftsgletscher heißt heute Krum-Chimaylo. Wir haben auch den Fall, dass der Peak von Schmidt-Otto umbenannt wurde. Er heißt heute Unabhängigkeit. Und der von Lenin wurde schlicht und einfach nach einem persischen Philosophen Avicenna umbenannt. Aber was geblieben ist, sind die fantastischen Daten. Und wissen Sie was, während ich mich auf heute vorbereitet habe, wollte ich so gerne versuchen, können wir jetzt damals den Blick von vor 100 Jahren und den Blick von heute, denn die Forschung ging weiter, die DFG macht nach wie vor eine Ausstattung und Unterstützung der Expedition zum Gletscher. Können wir das vergleichen? Ich hatte den Forscher Christoph Meyer angesprochen von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, ob er mir ein paar Bilder bereitstellt. Der sagte, würde ich gerne, das liegt alles im Keller der Akademie in Form von Glasplatten zum Thema Digitalisierung. Er ist aber für Sie heute Abend in die Akademiekeller gekrabbelt und hat ein paar erste Platten bereitgestellt. Hier sehen Sie den großen Gletscher Fedchenko, der damals vermessen worden ist, in 4,8 Kilometer Höhe. Und durch die Aufnahmen der Expeditionsteilnehmer von nicht so langer Zeit können Sie zum Beispiel entdecken, dass wenn man die übereinander legt, die Bilder, Sie sehen, der Gletscher ist stark abgesunken. Das macht der Klimawandel, obwohl dort wir so hoch oben sind, dass es immer noch bitterkalt ist, ist der Gletscher auch in über 4 bis 5 Kilometern schon um 70 Meter abgesunken. Wir können sowas machen, wir können in die alten Daten zurückreisen, wir können sie vergleichen. Es sind unsere Referenzen von einer Zeit, die vergangen ist und soweit wir wissen auch nicht wiederkommen wird. Hier noch ein weiterer Blick. Sie sehen die Zunge des Notgemeinschaftsgletschers hier, so wie sie damals aufgenommen worden ist. Glasplatten haben den Vorteil, sie sind ein haltbares Medium. Das wären das einfach irgendwelche Filme gewesen, wären die wahrscheinlich vergammelt im Keller. Aber so kann man Abzüge machen. Legen wir die Bilder der Expedition drüber, sehen Sie hier, dass der Gletscher auch in der Höhe von 4 Kilometern ein ganzes Stück zurückgewichen ist. Diese Landschaften sind heute noch fantastisch. Sie sind wenig bereist, auch wenn es eine einzige Straße in die Region gibt. Und was Sie hier sehen, Sie sehen es ja sofort, sind sich dynamisch verändernde Landschaften von Bergen, Gletschern, Gletscherzungen, Abflüsse. Und das ganze Hinterland von Afghanistan, China, alles drumherum, hängt von diesen Wasserströmen ab. Die Gletscher ziehen sich zurück, die Felder trocknen aus. Der gute Willi Rickmar Rickmars belächelte Reisen zur See. Er sagte, ist ja ganz einfach, wir nehmen ein Schiff, haben einen Kapitän, keiner macht sich mehr Mühe. Er war Reedereisohn, er wusste natürlich, dass es viel Mühe und Plag ist, Expeditionen zur See zu organisieren. Deswegen jetzt ein weiteres Beispiel, die große Meteorexpedition. Ein fantastisches Beispiel von deutscher Organisationsperfektion und Gründlichkeit. Der Ozeanograf Alfred Merz träumte davon, einmal eine große Weltexpedition wieder machen zu dürfen. Er hatte allerdings vor, in den Pazifik zu fahren. Es war ein Kampf für ihn, das Schiff, das Vermessungsschiff Meteor bauen zu können. Warum? Weil nach dem Krieg die Reparationszahlungen anstanden und weil das Geld immer so schnell entwertet war. Er hatte Förderer. Es ging darum, auch die Marine unterstützte ihn, weil natürlich ein Vollverbot war bei allem, was Rüstung war. Aber wenn man ein Vermessungsschiff hat, wenn man nur messen will, ist das ja ungefährlich. So wurde Geld gesammelt für eine Meteor mit einem Dieselmotor. Das hat aber nicht gelangt in der Inflation und es ist leider nur eine Dampfkohlemaschine geworden, was die Reichweite des Schiffes absolut begrenzt hat. Der Ozeanograf Merz hatte große Pläne. Er ließ erstmal, nochmal das Thema Digitalisierung und Big Data, er ließ erstmal seine Forscher ausschwärmen und überhaupt alle Daten von allen Expeditionen von 20 Jahren, wo es überhaupt verlässliche Daten gab, einsammeln. Er sagte, bevor wir losfahren, will ich alles auf Karten sehen, damit ich die beste mögliche Planung machen kann für diese eine Expedition. Eine zweite können wir uns ohnehin nicht leisten. Es ging vor allem darum, den Meeresboden zu vermessen. Das war der Zustand vor der Meteorreise, den Sie hier links sehen. Der Atlantik ist eingemalt. Man sieht auch irgendwie was bisschen Bergiges, aber sonst noch nicht viel. Auf dieser Seite sehen Sie das Zirkulationsschema bei 30 Grad West und auch dort sind so etwas hypothetische Berge eingemalt und dann wilde Strömungen. Alles das war mehr Fantasie als Daten. Die internationale Gemeinschaft der Ozeanographen und Forscher musste schrecklich lachen, als Herr Merz seine Pläne vorlegte. Ein solches
Set an Profilen, eine quadratisch-praktische Vermessung der Meere, ist noch nie jemand auf die Idee gekommen vor dem Ozeanographen Merz. Was sollte das? Er hatte ausgerechnet, damit er gute Karten hat, damit er Strömungen identifizieren kann, braucht er regelmäßige Profile über den Atlantik und er brauchte sie so regelmäßig, dass immer 5 Breitengrade dazwischen liegen sollten. Er kämpfte mit dem Vorhaben, weil der Kohleantrieb, die Dampfmaschine reichte genau für ein Profil und dann war nur noch 1% der Energie übrig. Kein vernünftiger Reeder, kein vernünftiger Mensch würde losfahren mitten aufs Meer, ohne jegliche Rettung in Sicht und dann wissen, am Ende habe ich nur 1%. Deswegen hatte die Meteor auch Segel zu dieser Zeit. Diese Expedition brauchte so viel. Sie brauchte neue Geräte. Es sollte zum ersten Mal auch in allen Tiefen gemessen werden. Man wusste, der Atlantik ist über 4 Kilometer tief. Und es gab den fantastischen Geheimplan von Fritz Haber himself. Der hatte nämlich einen Vortrag gehalten, um Geld einzusammeln, dass er in der Lage wäre, als Chemiker, dem Ozean Gold, was in gelöster Form umherschwimmen würde, so zu entziehen, dass sämtliche Reparationszahlungen Deutschlands auf einen Schlag durch die Expedition erledigt wurde. Das war ein überzeugender Vorschlag und genau so lief es dann auch. Die Profilfahrten wurden durchgeführt und diese Daten, die erhoben worden sind, bis heute ein Schatz. Es wurde kein Gramm Gold zusammengeforscht, das war leider nichts geworden. Es gilt bis heute als das einzige Versagen von Fritz Haber in den Plänen, die er vorhatte. Aber es wurden Daten gewonnen, die uns immer noch faszinieren. Hier sehen Sie unten den Ausgang bei einem Querschnitt des Profils von Afrika rüber nach Südamerika. Sie sehen bisher vorhandene Lotungen und dann sehen Sie durch die Echolot- und Drahtlotungen, die Meteor machen konnte, das neue Bild des Gebirges, der mittelmeerischen Rücken des Atlantiks. Wir hatten eine Situation, in der damals auch etwas Neues passiert ist. Es war eigentlich geplant, wissenschaftliche Fahrtleiter sollten gesetzt werden, Hand in Hand mit dem Kapitän arbeiten. Sie sehen hier Fritz Spieß, der Kapitän. Und nach langen Mühen mit Marine und Kapitän wurde ausgehandelt, dass von 136 Mann 9 Wissenschaftler sogar mit dürfen Proviant aufessen. Der Mannschaft damals wäre es lieber gewesen, es wären weniger Wissenschaftler an Bord. Sie trauten den Wissenschaftlern nicht, hatten ihre eigene Marinevermesser dabei. Es waren bei der Mannschaft natürlich ganz wichtige Jobs vorhanden, neben Schiffskoch und den Matrosen an Deck, Heizer, Funker, Köche, brauchte es auch Schneider und Schuhmacher. Die hätte ich auch gern wieder zurück auf unserer Meteor, wenn es möglich wäre, bitte. Heute haben wir einen Fortschritt gemacht. Wir haben zwar immer noch nicht die neue Meteor gebaut, sie ist überfällig. Wir haben uns aber grundsätzlich mit Kapitänen, Reedereien und dem Wissenschaftsbetrieb auf eine 1-zu-1-Aufteilung geeinigt. Es fahren so viel Wissenschaftler wie Mannschaften. Das ist ein großer Sprung zum Vergleich von vor 100 Jahren. Was haben wir geschafft? Was können wir lernen von dieser großen Expedition? Sie sehen noch einmal das Ergebnis der Expedition 1925, die erste vollständig georeferenzierte Karte mit den neuen vermessenen Gebirgen durch die Meteor-Expedition. Und hier rechts sehen Sie die Karte heute. Schauen Sie einmal, wie viel mehr wir heute sehen können nach 100 Jahren Forschung. Wenn Sie jetzt aber genau schauen, entdecken Sie rote Linien. Und die roten Linien sind die wirklich echt mit Hochauflösung vermessenen Bereiche des Südatlantiks. Und Sie sehen riesige blaue Flecken. Die Karte ist gar nicht so schlecht, die kommt vor allen Dingen von Satelliten. Fernerkundung, die Wasserhöhe kann gemessen werden, verrechnet werden, Big Data Forschung, dann haben wir eine Karte. Aber was wir sagen müssen, und deswegen bestehen wir Ozeanographen darauf, dass unser Job noch lange nicht fertig ist, wenn wir das Meer in 1 Kilometer unterteilen, 1 Quadratkilometer Stückchen, dann haben nur 10% dieser Quadratkilometer überhaupt einen einzigen Messpunkt bis heute. Wenn wir dann noch biologische oder chemische Proben dazu nehmen, dann haben nicht 1 Promille aller Kubikkilometer des Meeres überhaupt irgendeine Beobachtung. Also, die Meere sind weiterhin fremde Planeten. Die Meere tragen die Wärmeaufnahme und die CO2-Aufnahme, Wärme 93%, CO2 zu einem Drittel. Und was Sie hier sehen, ist eine weitere Arbeit für Sie heute Nachmittag, Wissensreise. Die Forscher vom AWI und GEOMAR haben sich abgemüht mit den alten Meteordaten, haben die alten Meteorprofile genommen und haben sie mit den weiteren Messungen verglichen, um festzustellen, dass in der Mitte des Südatlantiks inzwischen die Oberfläche, die viel stärker stratifiziert ist als noch vor 100 Jahren, weitaus mehr als 4 Grad wärmer geworden ist.
Das war uns allen vorher auch nicht so klar, als wir die Daten verglichen haben. Wir müssen natürlich den saisonalen Unterschied noch abziehen. Wir haben eine Projektion bis das Jahr 2100 laufen lassen. Und wenn wir uns weiter so benehmen, wie wir uns heute benehmen, dann wird es so sein, dass die Weltmeere insgesamt 4 Grad wärmer werden, was zu katastrophalen Zuständen nicht nur für das Leben im Meer, sondern auch für uns führen wird. Kommen wir nun aber zur letzten Reise. Diese Reise ist die vielleicht berühmteste Reise der 10 Jahre Gemeinschaftsaufgabe. Es geht um Alfred Wegeners große Grönland-Expedition 1930-1931. Alfred Wegener war ein sehr erfolgreicher, aber auch störrischer Forscher. Er hatte mehrere Ämter vor sich in Berlin, hat alles abgelehnt. In Hamburg war er ja auch. Er ging nach Österreich, wollte kein Institut, wollte forschen, wollte Expeditionen machen und brauchte sehr viel Geld. Er war aber nicht sehr beugsam und so hat er seine Kameraden, die er brauchte, um noch einmal eine ganz große Grönland-Inland-Expedition mit einer ganzjährigen Messung, das war sein Traum, Stationen aufbauen, 3 Stationen im Inlandeis Grönlands, um zu verstehen, wie dynamisch Gletscher und Schnee sind, wie kalt es überhaupt werden kann auf Grönland, brauchte er Geld. Und so kämpfte er sich mit der Notgemeinschaft ab und schrieb an seinen Kollegen Georgi im Zug zwischen Berlin und Oderberg am 22. Januar 1930 einen Brief. Lieber Georgi, die Notgemeinschaft hat weitere Mittel freigemacht und will in den nächsten Tagen einen Beschluss des Gesamtpräsidiums herbeiführen. Sie trifft also alle Maßnahmen, um uns auf den Weg zu bringen. Daher habe ich die Bitte an alle, Burgfrieden mit der Notgemeinschaft. Wir haben einmal und mit Erfolg revoltiert, als sie die Expedition verschieben wollte. Jetzt, wo sie uns absenden will, wollen wir uns bemühen, ihre Wünsche zu erfüllen, auch wenn wir sie unbegreiflich oder unvernünftig finden. Das bezieht sich auf Vorträge und Veröffentlichungen. Leider auch auf Filmvorführungen, die man ihnen wirklich gönnen könnte, nachdem sie so viel Arbeit hineingesteckt haben. Es weht wieder die Geheimbrise, und zwar steifer als je. Mir tut es leid, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Aber ich bin der Ansicht, wie gesagt, solange die Notgemeinschaft alles tut, um uns mit der Hauptexpedition auf den Weg zu bringen, müssen wir uns nach Ihren Wünschen richten. Mit Gründen, sie umzustimmen, ist nicht möglich, da Schmidt-Ott selbst die Parole ausgibt und sich davon niemand hineinreden lässt. Im Übrigen ist aber auch einiges Erfreuliches zu verzeichnen, was zeigt, dass die Suppe nicht so heiß gegessen wird, wie sie gekocht ist. Dass wir von der Notgemeinschaft einmal ungerecht ausgescholten werden, passiert uns allen jetzt des Öfteren. Es ist dort alles etwas nervös. Ich glaube viel eher, jedenfalls hoffe ich es, dass Sie, wenn es soweit ist, die Streitaxt begraben und dafür die Kamera zücken werden und sich zu dem Grundsatz bekennen werden, mit dem auch ich auf meinen Expeditionen über manches fortgekommen bin. Was auch immer geschieht, die Sache darf nicht darunter leiden. Sie ist unser Heiligtum. Sie bindet uns zusammen. Sie muss hochgehalten werden unter allen Umständen, auch mit den größten Opfern. Das ist, wenn Sie so wollen, meine Expeditionsreligion und sie ist erprobt. Sie gewährleistet in erster Linie Expeditionen ohne Nachgeschmack. Nun bin ich ziemlich philosophisch geworden und kann doch die Philosophen nicht leiden. Aber es ist auch 3 Uhr nachts, das mag als Entschuldigung dienen. Herzliche Grüße, Ihr Alfred Wegener. Zug Berlin-Oderberg, 22. Januar 1930. Das Ende dieser Expedition ist schnell erzählt. Leider gab es viele Probleme. Der Plan der Expedition war eben, 3 Stationen aufzubauen, aber das Wetter war schlecht, es war durchgängig minus 50 Grad, ein Gepäck von 60.000 Kilogramm musste unter großen Mühen bis zur Landungsstelle auf 3 Kilometer Höhe von den Menschen selbst getragen werden, ohne Flugzeuge, ohne Motorschlitten, mit Pferden und Hunden. Die Idee waren, 4 Wissenschaftler und 4 sogenannte Praktiker sollten in 2 Gruppen an 2 Stationen überwintern und diese ganzjährigen Beobachtungen erstmals durchführen. Aber es reichte nicht hinten und vorne. Es war so mühselig, dass es am Ende zu wenig Proviant war. Und so entstand die Notsituation, dass 2 der Kollegen von Alfred Wegener in Eismitte
ankamen und dort ihr Camp aufschlugen. Das berühmte Camp Eismitte war vor allen Dingen im Untergrund, um warm zu bleiben. Und während sie da saßen und über Versorgung nachdachten, stellten sie fest, ihre einzige Wärmequelle, Petroleum, würde nicht ausreichen. Sie schrieben einen Brief, der noch hintransportiert wurde. Georgi schrieb den. Und Alfred Wegener machte sich auf mit Fritz Löwe und anderen Kollegen Proviant vorbeizubringen und zu überlegen, wie eine Überwinterung noch geschafft werden könnte. Aber auch diese Überquerung Alfred Wegeners mit seinem Kollegen, dem jungen Inuit Rasmus Willumsen, misslang. Weil als sie ankamen, hatten sie praktisch die Proviante aufgezehrt. Dann waren es schon 5 Menschen in Eismitte. Fritz Löwe hatte gefrorene Füße. Ihm mussten, hier liegt er, eingemummelt im Pelz, dann die Füße vor Ort mit einfachsten Mitteln amputiert werden. Alfred Wegener entschied, er könnte seine Kollegen nicht dort weiterhelfen. Er muss zurück, er muss weiter Proviant für die Zurückgebliebenen organisieren. Und leider, das ist das letzte Bild der beiden, ist es so, dass er aufbruch direkt nach seinem Geburtstag und so wusste die nachfolgende Expedition dann nie ankam. Er starb kurz im Alter von 50 Jahren, kurz nach seinem Geburtstag, höchstwahrscheinlich an einem Herzinfarkt. Rasmus Willumsen bleibt für immer verschollen. Das, meine Damen und Herren, ist Ihre Reise in die Expedition zu den Expeditionen. Dankeschön. Dankeschön, Peter Weiß. Wir hätten Sie alle gern dabei, wenn wir auf einer langen Schiffsreise sind und uns langweilen. Es ist schön, wenn Sie uns was vorlesen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Weiß. Frau Professor Boetius, es war eine wunderbare Reise, auch wenn uns das Ende, glaube ich, ein bisschen in den Knochen steckt. Ich finde, man schämt sich fast, so sauber, satt und trocken hier zu sitzen und zu hören, was damals los war. Und es ist gut zu wissen, dass Sie unter besseren Bedingungen heute forschen. In gewisser Weise finde ich es auch gut zu wissen, dass Peter Tschentscher uns schon verlassen hat. Ich hatte vorhin vergessen, Sie darauf hinzuweisen, dass er weiter muss. Ich sage ja, es ist Wahlkampf. Ich finde es deshalb insofern beruhigend, als hier ja viele Wissenschaftler sind, die sicherlich von der Politik auch Unterstützung möchten. Und wäre Peter Tschentscher noch hier gewesen, dann wüsste er womöglich, dass er vorsichtig sein muss, wenn ihm die eine oder andere Wissenschaftlerin das Goldene vom Himmel oder noch schlimmer das Goldene aus dem Wasser verspricht. Gut, Frau Boetius, wenn wir uns nochmal nach dem sehr dramatischen Ende zurückerinnern an den Beginn der Reise mit Peter Weiß. Da haben wir Erich Kästner gehört und wir hatten uns vorab noch unterhalten, ist es besser, wenn Sie vorher sagen, es ist von Erich Kästner oder sagen Sie es besser nachher. Sie waren für nachher und das war auch richtig. Ich zitiere nochmal den entscheidenden Satz, wer warnen will, den für mich entscheidenden Satz, den straft man mit Verachtung. Das könnte man heute ganz genauso schreiben. Ja, das ist eben das Prinzip dieser Form von Wissenschaftskommunikation, die wir gerade ausprobieren, weil wir feststellen, zu oft vergessen wir, wo wir herkommen, was wir schon erlebt haben, was andere vor uns gedacht haben. Und gerade jetzt, wo ich viel mit Schülerinnen und Schülern spreche, haben die das Gefühl, sie sind die erste Generation, die vor dem Weltuntergang stehen. Noch nie hat jemand so gelitten, noch nie hat jemand so Angst gehabt wie eben die jungen Menschen heute. Und dann stellt man fest, dass die unter Umständen noch nie was von Erich Kästner gehört haben. Also ist das einfache Prinzip, uns immer wieder zu erinnern, durch Lesen, durch Hören, durch Denken und Reden, durch Sprechen mit den älteren Generationen, wo kommen wir eigentlich her, was haben wir schon erlebt? Und das ist mir ein ganz großes Anliegen. Deswegen auch der Einblick für mich, und das stärkt mich auch, es gab schon so viele Zeiten, in denen es genau darum ging, dass mal die Wissenschaft, mal die Wirtschaft, mal die Politik wusste, es muss anders werden, es muss einen anderen Ausgang nehmen. Und dann geht es um Zuhören, dann geht es um Sprechen, um den Dialog und ums Erkennen. Und dann geht es auch ganz oft um den Mut, in das Nichts den ersten Schritt zu tun. Mhm. Die DFG hat ein Motto, das in diesem Zusammenhang ganz gut passt, finde ich, für das Wissen entscheiden. Das ist im postfaktischen Zeitalter, in einer Zeit, also da Wahrheit immer das ist, was jeder selbst am liebsten hören möchte, ein Bekenntnis zu werten, das auch die Wissenschaft mit einschließt.
Auf jeden Fall. Heute haben wir es ja eben, also in Deutschland haben wir es da sehr gut. Wir sind uns recht einig mit unseren Werten der Wissenschaft. Aber dieser Blick zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg und auch nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt eben, dass natürlich auch die Wissenschaft nicht heilig ist. Sie braucht ein Wertegerüst. Und es gibt keine, in dem Sinne natürlich neben einzelnen physikalischen Prinzipien, neben Schwerkraft und neben dem Tod, der uns allen ereilen wird, gibt es eben wenig absolute Wahrheiten, die einfach immer für sich stehen können, sie müssen eingeordnet werden. Und in diesem Verhandlungsprozess stecken wir eben fest, die Wissenschaft muss Klartext reden können, sie soll nicht gebeten werden, weniger dramatisch zu sprechen, sie muss berichten, das, was sie sieht, was sie erfährt, und sie muss auch die Risiken, die sie sieht, beitragen können. Mhm. Und das wird durch diese Anstrengungen, mehr Wissenschaftskommunikation, mehr Reichweite, auch in die Bereiche, in denen wir sonst nicht oft landen, weil wir oft Eulen nach Athen tragen. Das uns vorzunehmen, ist wirklich eine wichtige, große und in Teilen zwar alte, aber unterschätzte Aufgabe. Ich würde gerne nochmal, also wir haben über den Wert gesprochen. Kästner hat auch gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also unsere Gesellschaft lässt wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht immer Taten folgen. Das sehen wir besonders beim Thema Klimawandel. Ich würde gerne mal, nachdem Sie uns ja als Tiefseeforscherin vor allen Dingen jetzt in eisige Höhen mitgenommen haben, gerne mal in die kalte Tiefe gehen, da wird es auch kalt sein. Welche Erkenntnisse ruhen da mit Blick auf Klima noch auf dem Meeresboden, im dunklen Paradies, so heißt ein Buch, das Sie veröffentlicht haben? Also mein Forschungsinteresse kam ursprünglich wirklich nur ganz Neugierde geleitet. Im Grunde war es, muss ich ehrlich zugeben, als junger Mensch, auch als ich hier in Hamburg studiert habe, wollte ich einfach zur See fahren. Und was genau ich da geforscht habe, war mir erstmal nicht so wichtig. Hauptsache zur See fahren. Hauptsache in eine Region kommen, die noch nie jemand gesehen hat, abtauchen mit dem U-Boot, um dann festzustellen, es ist alles voller Leben, was keiner kennt. Aber als Zeitzeuge einer Zeit, in der wir Menschen eben alles verändern, ist mir dann auch aufgefallen, Moment mal, ich versuche hier rauszukriegen, was diese Tiefseelebewesen fressen. Und im einen Jahr fressen sie dies, im nächsten Jahr sind die Algen, die sie eigentlich laut geologischer Information immer fressen, plötzlich weg, weil es oben so warm geworden ist, dass nicht mehr die großen, starken Kieselalgen sinken, sondern komische, schleimige, kleine Algen, die auch dann nicht von allen gefressen werden. Dann habe ich mein Zeitleben erstaunt. Und in der Tiefsee, im Pazifik, im Atlantik Plastikmüll gefunden. Also Spuren von dem Menschensein, den Fußabdrücken, die da gar nicht hingehören, weil ja überhaupt kein Kontinent in der Nähe ist. Niemand ist dort, niemand kann auf dem Ozean einkaufen gehen, erst recht nicht in der Tiefsee, aber es sind unsere Spuren da. Und das hat mir immer mehr zu denken gegeben, und je mehr wir dann Daten zusammengetragen haben, müssen wir eben heute abschließend feststellen, wenn man Wildnis nicht danach definiert, wie viel Beobachtung es gibt, sondern wenn man Wildnis danach definiert, wie natürlich sie, wie ohne Menscheneinwirkung sie ist, dann haben wir keine mehr auf der Erde. Mhm. Sie haben gesagt, wenn wir dann Daten zusammentragen, Digitalisierung, ist das ein großer Schub auch in Ihrem Bereich? Und ist das vielleicht auch ein Feld, wo Sie vielleicht Rettung erwarten in den von uns selbst verschuldeten Problemen? Na, zumindest hilft das Datenhaben schon, wo wir jetzt noch nicht wissen, was genau der Ausgang sein wird. Das ist ja einfach so, muss man ehrlich sagen, von uns weiß hier keiner. Machen wir so weiter? Gibt es einen Ruck? Kommen wir auf einen anderen Pfad, den wir eigentlich bräuchten? Wenn wir so weitermachen, dann ist schon klar, dass in 10 und 20 Jahren eben die Meere, die Atmosphäre, das Land in einem Zustand ist, dass die Daten, die wir heute erzeugen, die Daten von damals, das ist, was die Generationen noch haben, um zurückzublicken und zu denken, okay, so hat die Erde uns Menschen mal besser getan. So sind die Wälder, wenn sie noch in Teilen zumindest eigentlich so sind, dass sie unsere grüne Lunge sind. Und mir ist bei diesen Reisen und auch den Reisen ins Archiv aufgefallen, dass wir uns ja immer noch schwer tun in der Wissenschaft, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Das ist nämlich verdammt teuer. Wir haben herausgefunden, und das weiß aber auch die Industrie, wenn man alle Chancen der Digitalisierung nutzen wird, dann muss man im Durchschnitt für alles, was man tut, 20% Kosten obendrauf legen, mindestens. Und man hat noch ein Fachkräfteproblem. Also aus meiner Sicht, und da sind wir auch sehr engagiert natürlich, geht es darum, Daten und Wissen, Bilder, Augenzeugenberichte zu verstehen als Referenzen für einen Zustand der Erde und unserer Umwelt, der uns besser tut als das, was da kommt. Also würde ich darauf bestehen, dass Sie auch immerzu
gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen, egal was für Daten das sind. Sie sprechen von gesellschaftlichem Mehrwert, da sind wir wieder bei dem großen Thema von Forschungsgemeinschaft und Stifterverband, nämlich das Zusammenspiel von Wissenschaft und Gesellschaft. Was würden Sie sagen, kann da noch besser werden und inwieweit ist auch die Präsentation, die Sie heute gemacht haben, Theater des Anthropozäns, so sagten Sie eingangs, aber das verschwand dann unter der Wirkung des tollen Vortrags. Was ist das genau und wie wirkt das wieder zurück in dieses Thema Wissenschaft und Gesellschaft? Wir haben es ja vorhin schon ein paar Mal gehört. Der Wunsch wäre eben, dass wir den Dingen, die jetzt los sind, ins Auge sehen, weil wann auch immer wir Wissenschaftler im Austausch stehen mit anderen Sektoren der Gesellschaft, stellt man ja fest, wenn man sich miteinander beschäftigt, wenn man sich zuhört, wir sprechen eine Sprache, wir können uns verstehen. Im Grunde kommt man zusammen ja leicht weiter. Dennoch scheint gerade für Deutschland eine Art des Stillstands gekommen zu sein. Und den verstehen wieder nicht so viele Menschen. Also ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe nicht, wenn technische, wissenschaftliche Lösungen auf der Hand liegen, wenn wir doch wissen, was zu tun ist, warum tun wir diesen Schritt nicht? Wir sind doch ein sehr wohlhabendes Land im Vergleich zu allen anderen. Und wo ich unterwegs bin, komme gerade aus Russland zurück. Ich war in Ungarn, in Polen. Ich habe bei der EU-Kommission mitgesessen, um zu verhandeln, wie geht es mit dem IRC, dem Forschungsrat weiter. Man hört immer wieder, wie gut es uns geht. Und man schaut auch auf unsere Vorbildfunktion. Und das sind dieselben Dialoge, die ja auch nach den Weltkriegen die Wissenschaftler hatten. Also frage ich mich, und ich nehme wahr, dass wir zusammen eigentlich schneller weiterkommen würden. Ich setze sehr große Hoffnung darauf, dass die Wirtschaft, die unbedingt als Steuerrad da gebraucht wird, gar nicht so lange wartet, sondern den Umschwung schafft. Denn in vielen unserer großen Probleme sind es Gott sei Dank nur wenige große Firmen, die, wenn die sich umbauen, wir alle vorankommen. Mhm. Und das muss irgendwo möglich sein. Dankeschön. Wenn wir über Wissenschaft und Gesellschaft sprechen, Wirtschaft auch, dann fügt es sich doch ganz gut im Publikum Frau Fegebank zu wissen. Frau Fegebank, herzlich willkommen nochmal jetzt ganz offiziell. Vorhin war das so en passant. Als zweite Bürgermeisterin. Ja. Komm. Bei so viel Applaus entern Sie die Bühne, das ist toll. Dankeschön. Ich glaube, Sie müssen dahin. Wie schön, dass Sie zu uns kommen. Vielen Dank. Zweite Bürgermeisterin Hamburgs und Wissenschaftssenatorin. Ja. Das heißt, Sie verbinden beide Welten ganz wunderbar, die Politik und die Wissenschaft. Ich möchte Ihnen kurz gratulieren. Gestern wurden Sie gekürt zur Wissenschaftsministerin des Jahres vom Deutschen Hochschulverband. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt. Also aus allerberufenstem Munde freue ich mich jetzt auf Ihre Antwort, auf die Frage, wie diese Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft in Hamburg aussieht. Wo sehen Sie bei aller Exzellenz, die diese Stadt und auch die Uni ja auszeichnet, da noch Entwicklungspotenzial? Ja, also erstmal freue ich mich, dass ich hier bin heute und ich habe das sehr genossen, gerade dieser besonderen Form teilhaben zu dürfen. Das ist wirklich was ganz Besonderes und ich schätze Sie sowieso sehr als Wissenschaftlerin. Ich habe Sie in so unterschiedlichen Zusammenhängen schon erlebt und das ist eine große Inspiration. Das ist ganz großartig. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man dieses Themenfeld der Wissenschaft, der Forschung, unserer Hochschulen, der Forschungseinrichtungen, dass man ihm den Stellenwert auch politisch gibt, zubilligt, den es braucht und den es verdient. Weil genau über dieses Themenfeld die Innovationen von morgen, die gesellschaftlichen Lösungen und Antworten auf die großen Herausforderungen, die ja eben auch schon anklang, bereitet werden. Und für mich ist das eine große Aufgabe in den letzten Jahren gewesen. Ich war jetzt 5 Jahre Wissenschaftssenatorin hier in Hamburg aus einem Feld, das gute Ansätze hatte und auch echte Perlen. Ich habe es immer so einen ungeschliffenen Rohdiamanten genannt, aber ein wenig beachtetes Politikfeld. Und das wirklich zu einem politischen Top-Agenda-Thema zu machen, das war mein Ehrgeiz und das war mein Ziel. Und ich glaube, da ist uns in den letzten Jahren einfach richtig viel gelungen, dass die Stadt, diese traditionelle, stolze Handels- und Hafenstadt, neues Selbstbewusstsein entwickelt und Begeisterung entfacht für die Wissenschaft, für die Forschung und vor allem für die großartigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir hier haben, aus aller Welt, aus Hamburger Gewächse und eben auch aus Europa und aus dem internationalen Kontext und auch die vielen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler. Und dann ergibt sich der Rest
ganz allein, ja, dass man hinguckt, dass man Interesse mitbringt, dass man Beispiele hat von tollen Erkenntnissen, die aus der Wissenschaft kommen, aus Produkten oder Dienstleistungen made in Hamburg, die daraus entstanden sind, aus der Verbindung zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft. Und dann hat man so viele Geschichten, über die man spricht, und die Stadt hat ein neues gesellschaftliches Klima für dieses Feld auch tatsächlich. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren so bleibt, denn das ist eben auch angeklungen, die goldenen 20er vor 100 Jahren. Ich wünsche mir, dass wir jetzt wieder vor goldenen 20ern stehen. Wir sind in einer großen Umbruchssituation, stehen vor großen Veränderungsprozessen, die wir politisch steuern müssen, wo wir grundsätzliche Entscheidungen zu treffen haben, wie wir abbiegen. Der Klimawandel wartet nicht. Wir müssen jetzt handeln. Und das gilt übrigens auch für die Frage unserer Demokratie, also der demokratischen Krise, in denen wir uns seit einigen Tagen auch in Deutschland befinden. Aber in anderen europäischen Ländern sehen wir das schon sehr viel länger. Und da sehe ich einfach, dass die Antworten da sind. Sie liegen bei uns in der Wissenschaft, sie liegen bei uns in der Forschung. Und wenn wir dem mit Interesse, mit Neugier und mit Wertschätzung begegnen, dann sind wir da einen ganz, ganz großen Schritt voran. Mhm, danke. Sie haben eingangs Ihre Wertschätzung für Frau Professor Boetius zum Ausdruck gebracht. Sie haben gerade immer ganz korrekt gesprochen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wie sehr Wissenschaft und Gesellschaft zusammenhängen, das sieht man auch bei Themen, die überall in der Gesellschaft wirksam sind. Gleichstellung zum Beispiel, Fachkräftemangel hatten Sie angesprochen, Frau Boetius. Frau Fegebank, Gleichstellung, sind Männer und Frauen in der Wissenschaft gleichberechtigt? Also wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, nicht. Also die Bedingungen und die Ausgangsvoraussetzungen, und eben ist ja auch angesprochen worden, dass jetzt in den Förderkriterien der DFG das auch ein wichtiger Faktor, ein wichtiger Baustein ist. Und ich erinnere mich an die letzten 2 Jahre, als wir unsere Universität auf dem Weg begleitet haben, unterstützt haben, sich auch zu bewerben, erst für die Exzellenzcluster und dann für den Titel der Exzellenzuniversität. Und da hat das Thema Gleichstellung eine große Rolle gespielt. Also es hängt ja auch immer davon ab, wie wird das angenommen, welche Erwartungen und Anforderungen gibt es. Ja, da hat sich viel entwickelt und bewegt und man sieht auch erste Fortschritte. Aber wenn ich diesen alten Kampfbegriff, so die Hälfte der Macht, Hälfte Einfluss für die Frauen sehe, dann sind wir in der Wissenschaft davon noch sehr weit entfernt. Es gibt Fachbereiche, da sieht es besser aus, in den Naturwissenschaften noch nicht so gut. Und da müssen wir weiter auch durch entsprechende Kriterien, Verankerung in den Förderlinien ran. Da müssen wir durch gezielte Nachwuchsförderung ran. Da starten wir in Hamburg schon in den Schulen auch mit bestimmten Programmen, um das ganze Thema Welt der Wissenschaft, aber vor allem auch Welt der Naturwissenschaft attraktiv zu machen, für Mädchen, die sich trauen sollen. Also, dass ihnen niemand sagt, gerade im Teenageralter, das sind Dinge, die ihr nicht könnt oder für die ihr nicht gemacht seid, sondern dass man seinen Neigungen, seinen Leidenschaften folgt, eigentlich wie überall im Leben, und dann hoffentlich auch, wie bei Frau Boetius, der Berufung nachgehen kann, die man so früh schon spürt. Und da ist definitiv noch ganz viel Luft nach oben, aber es ist auch schon einiges passiert in der Vergangenheit. Mhm. Man muss da nur sagen, dass man es nicht von der Wissenschaft alleine erwarten kann, sich da umzubauen. Also im Wissenschaftsrat haben wir ja schon vor knapp 10 Jahren ausgerechnet, es geht nur mit Wachstum in der Wissenschaft, ohne die zusätzlichen Professorinnenstellen und Mittelbaustellen schafft man das einfach nicht. Da würde das, auch wenn man, wir haben ausgerechnet, wenn man alle Stellen, die frei werden, nur mit Frauen besetzt, würde es immer noch 30, 40 Jahre dauern, bis wir Hälfte-Hälfte sind, so wie die Doktoranden und Postdocs schon lange sind. Wir haben in Deutschland aber wirklich nicht adäquate Ausstattung im Mittelbau, bei Professoren, bei entfristeten Stellen für die Anzahl der Studierenden, die Hochschulen heute aufnehmen. Ist nicht mitgewachsen, und das ist die einfache Rechnung, da muss man, glaube ich, ehrlich sein, dass es ohne Wachstum, eben ohne mehr Förderung, ohne Forschungsunterstützung da nicht weitergeht. Wenn Sie beide uns noch 5 Minuten schenken. Geht das, Frau Fegebank? 5 Minuten geht das? Vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen eine Frage an die beiden interessanten Gesprächspartnerin. Wir hätten die Frau Hochstrat mit dem Mikrofon, wenn Sie mögen. Haben Sie jetzt die Gelegenheit, aus beredtem Mund Antwort zu bekommen?
Dann nehme ich das als Kompliment, dass wir über genau die Themen gesprochen haben, die Sie interessieren. Das hoffe ich jedenfalls sehr. Dankeschön. Es war sehr spannend, Ihnen zuzuhören. Und ich finde, dieser Dialog von Wissenschaft und Politik, da sieht man auch bei Ihnen beiden, wie fruchtbar das ist und wie viel Spaß das auch machen kann. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Danke. Danke. Seit an Seit schreiten Sie, Wissenschaft und Politik. Wie schön. Danke. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben mir jetzt geholfen, wobei ich es mir anders gewünscht hätte, aber Sie haben mir geholfen, den Zeitplan einzuhalten. Wir hatten eine schöne Reise, finde ich. Wir haben unser erstes Etappenziel erreicht und ich hoffe, dass Sie da interessante Eindrücke hatten. Ja, für Stifterverband und für die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Und ich habe ja schon eingangs festgestellt, Sie sind mit denen verbandelt, mit Karabinerhaken. Also insofern auch für Sie alle geht die Reise weiter mit dem Schwung dieses schönen Auftakts jetzt in Hamburg im Rücken. Und wenn Sie mögen, können Sie sich jetzt auch mit den künftigen Teilnehmern dieser Wissensreise verbinden. Draußen hängt nämlich eine Landkarte der Erkenntniswelten, draußen in der Ballinhalle. Und da können Sie sich selber verorten und Sie können auch den künftigen Reisenden neue Sehnsuchtsorte benennen und einfach aufschreiben, was sie interessiert, wo sie gerne hin möchten. Wir haben jetzt zusammen eine ordentliche Strecke Weges zurückgelegt. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken und ich möchte Ihnen auch zum Schluss zeigen, was ich immer in meinem Reiserucksack habe. Kennen Sie noch Dextroenergen? So viel Werbung sei erlaubt. Wir hatten das immer dabei, weil meine Mutter wusste, ohne Traubenzucker geht gar nichts. Ich habe den Weizgehalt nie getestet, ich habe es nie wahrgenommen, aber Energie ist gut. Und so freue ich mich jetzt sehr, dass ich Sie zum Schluss dieser gemeinsamen Reise einladen darf, miteinander Energie aufzunehmen in Form von Speisen und Getränken und natürlich in Form von allerbester Gesellschaft. Bitte genießen Sie auch weiterhin einen schönen Abend und seien Sie ganz herzlich bedankt dafür, dass Sie hierher gekommen sind, trotz Sabine. Einen schönen Abend noch, jetzt und später auch auf dem Nachhauseweg. Danke sehr. Applaus